die 2TV bei der 20. AIDS-Gala und neben mir sitzen die Fußbräuchs. Hallöchen. Hallo. Hallihallo. Sag mal, ihr auf der AIDS-Gala, wie kommt's? Wir waren schon letztes Jahr dabei. Aber letztes Jahr haben wir nur oben gesessen und da hat Jörg gesagt, hör mal Frank, es bringt uns nichts, wenn ihr nur oben sitzt, ihr müsst ein bisschen unten rumlaufen. Ja, und das haben die Leute uns auch sehen, ne? Ja, die wollen ja auch uns von uns sehen und ein bisschen, die wollen ja Fotos mit uns machen und so, dafür kommen die ja auch und ja, und dann haben wir das heute jetzt gemacht. Jetzt haben wir heute Lose verkauft. Ja. Und? Riesenerfolg? Ja, ja. 27.592 Euro hat man gemacht. Ja, alle Achtung! Das ist eine Menge, ne? Für Lose? 7.792. Das habe ich nicht mitbekommen. Ist ja auch egal, Hauptsache eine Menge. Er hat's Geld getragen. Der kann das auch besser wie du. Ich habe den Ich hatte einen Rucksack dabei, dann ging das. Habe ich alles da reingestopft. Achso, und Goldbarren waren nicht dabei? Nee, Goldbarren nicht, aber eine Goldkette habe ich. Ja, nee, die habe ich mir gekauft. Da haben wir die für 12.000 Euro habe ich die geholt. Echt? Beide zusammen? Nee, nur die eine, die habe ich geklaut. Ach so. Und jetzt macht er Schleichwerbung für Jägermeister. Genau. Ich bin Jägermeister, ja. Ich bin zwar Friseurmeister, aber zurzeit Jäger. Sag mal, von dieser Veranstaltung, AIDS-Gala, was haltet ihr davon? Ach, ich finde schon geil. Es sind so Sachen wie zum Beispiel für Kinder irgendwas zu machen oder für Kinderhospize oder für AIDS. Das sind alles so Sachen, die man ja gerne macht eigentlich. Weil mittlerweile wird ja in der Welt alles irgendwo so kaputt gemacht und keiner denkt mehr an den anderen. Und ich finde, dann ist das schon ganz wichtig, dass man solche Veranstaltungen macht, wo Leute zusammenkommen und wo Geld zusammenkommt, wo man vielleicht ein bisschen bewirken kann, dass das auch helfen kann. Ja, wo geholfen wird, dass vielleicht irgendwann mal die Medikamente gibt, die einem dafür helfen, diese Krankheit zu besiegen. Ja? Ich meine, das kann dir jeden treffen. Du gehst mit einem Mädchen oder mit einem Mann in Bett und hast dann AIDS. Ja? Ich meine, wir sind in einem Alter, ich bin 51, ich habe früher nicht daran gedacht, ob ich AIDS kriegen könnte, mir war das egal. Ding rein, fertig, ohne Kondom, ja. Das war das Thema Aufklärung, ne? Ja, was er heute auch noch fehlt. So, aber mit Kondom war scheiße, hat mir keinen Spaß gemacht, ja. Dann hast du es halt so gemacht, ja. Gedanken drüber gemacht. Ne? Da hast du gedacht, ja komm, das wird schon gut gehen. Ja, da hast du dir keine Gedanken drüber gemacht. Aber mittlerweile ist es ja so, das ist ja sehr weit verbreitet und da muss man halt schon überlegen, gehe ich jetzt mit dem in Bett, hat der Krankheiten? Und du siehst es einem halt nicht an, ja, ob er eine Krankheit hat. Ne? Eben. Also ganz, ganz wichtiges Thema, Aufklärung, auch bei den Jugendlichen heutzutage. Ja, Aufklärung auf jeden Fall. Und man muss es gibt ja auch genug Geschlechtskrankheiten und weiß ich, was man sich da einholen kann. Syphilis und Trippe und so eine Scheiße. Ja, ne? Da muss man schon aufpassen. Und ich meine, ich kann Sie auch fragen, wenn ich Sie gerade kennengelernt habe, hast du irgendwelche Geschlechtskrankheiten, sagt der, ob Sie doof, Frank? Das sagt ja wohl keiner. Ja, ich hab Tripper. Ey, also bei mir auf gar keinen Fall. Ne? Ich hab AIDS, Tripper und Syphilis. Aber bei mir, ne? das wird wohl keiner machen. Ne? So, und von daher finde ich das schon ganz gut. Aber ich denke mal, da können wir spenden und machen und tun, wie wir wollen. Aber ich glaube mal nicht, dass die Pharmaindustrie sich da irgendwie in die Karten gucken lässt und dass die dafür ein Gegenmittel findet. Weil die wollen natürlich auch ihre Medikamente verkaufen. Völlig außer Frage. Also du meinst also, die Krankheit wird nie aussterben in dem Sinne? Naja, das ist ja früher sind die Leute daran gestorben, mittlerweile sind die ja schon so weit, dass das auch... Ja, aber es ist doch genauso wie mit Krebs. Ja? Es ist ja wohl bewiesen, dass Cannabis irgendwie Krebs heilen kann. So könnte ich mir vorstellen, warum soll es nicht sowas geben? Klar, ich kiffe nicht, aber es könnte ja sein. So. Aber warum wird das dann in Deutschland nicht zugelassen? Nee, das ist doch ganz klar. Weil es würde ja keiner mehr irgendwo Chemotherapie-Tabletten verkaufen für uns normalen Menschen. Nee, daran verdient man ja nichts. Ne, man verdient ja nur daran, wenn einer krank ist. Und das ist das Problem. Ja. Völlig außer Frage, aber ach, alles so sinnlose Sachen und wir können sowieso nichts dran ändern. Schade, dass wir nichts dran ändern können, aber wir können einfach einen schönen Abend haben, wir können ein bisschen Geld zusammenkriegen, wir versuchen einfach den Leuten zu helfen mit unseren Spenden oder wir spenden ja im Prinzip nichts, wir kommen ja eigentlich hier hin, damit die Leute uns sehen, die uns mögen und sagen, ey, wir kommen dahin, weil wir den Frank und die Elke gerne sehen möchten und mit denen Fotos machen möchten. So, und deswegen kommen wir hier hin. Wir kriegen ja auch kein Geld oder so weiter, wollen wir ja auch gar nicht. Und dann machen wir das ja halt gerne. Und die Veranstaltung, was haltet ihr davon? Die ist super. Die Veranstaltung ist ein mega Knaller. Also die da auf der Bühne, auf die Beine stellen und so weiter. Ja. Und wer alles kommt und mitmacht. Also ich fand es halt nur ein bisschen schade, ich sollte auch singen heute.
Aber dann hat der Schwanz gesagt, wir hätten keine Zeit mehr. Ach, herrje. Ja. Wolltest du jetzt bei uns singen? Ja, nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Jetzt bin ich auch ein bisschen... Ach, Schatzi. Ach, Frank. Ich will ja auch der Duettpart. Einfach nicht vergessen, Mary Jane. Warum hast du mich verlassen? Komm doch endlich wieder heim. Da hätte ich schon gesungen, mit dem Jürgen Peter zusammen. Ja, ja, auf Kölsch. Ich weiß, ich habe schon gehört. Ja. Wäre mein erster Auftritt. Hose gegangen, ne? Der Schwanz ist dazwischen gegangen. Wattenschwanz, ey. Der wollte das nicht, der Schwanz, genau. Der Schwanz hatte da keinen Bock drauf. Ihr Lieben, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute für die Zukunft und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder auf der AIDS-Gala. Ja, alles klar, auf jeden Fall. Gerne. Danke. Dankeschön. Gerne. Jo, tschüss.